eigentlich? Wieso flüssig? Skypen oder nur mitspielen? Ich frage ihn jetzt einfach mal so. Okay, er will nur mitzocken. Das ist dieses Sympathische, weil er will gar nicht eigentlich. Er will nur helfen. Er will nur nett sein. Und das ist das Sympathische, was ich an ihm mag. Oh, da fehlt uns Bronze-Dinger. Also nur einer. Da fehlt uns eigentlich auch nur einer und einer. Da müssen wir also die farmen. Oh, das Schild könnten wir eigentlich machen. Wartet mal. Ich leg mal kurz das Schild ab. Moment. Hier. Nicht Schmiede. Was mache ich denn? Oh, ich bin ein Idiot. Schild verstauen. Genau. Und jetzt gehen wir nochmal hier in die Alchemie. Und das Schild. Und umwandeln. Und schon haben wir ein neues Schild, das auch viel stärker ist und besser. Das ist für den Anfang echt gar nicht schlecht eigentlich. So. Jetzt haben wir auch ein neues Schild. So, die Rüstung muss leider noch warten. Ich habe nämlich leider nicht das, dieses hier nicht. Ich hätte eigentlich alle Rohstoffe dafür. Ich habe nur leider das nicht. Ich frag mal ihn, weil er hat leider keinen Kommentar zugeschrieben. Vielleicht hat er eine Idee. Weißt du vielleicht, wo man die Simple Orbs erkriegt? Orbs in der verdammt. Folge gesagt. Magazin. Oha, also. Also nur mit echt Geld. Nicht mehr alles. Scheiße. Oder in der Arkade. Ach so, geht's also doch. Arkade? Interessant. Und er sieht schon krass aus, oder Leute? Also, ganz ehrlich. Missionen. Ach so. Nimm mal an. Ach so, hat mich ja... warte. Er hat mir einen Handel geschickt. Seht ihr auch gleich mal handeln? Okay, es wäre auch zu einfach gewesen. Ich hätte vielleicht dann gedacht so, ja, machen wir nochmal so eine Mission und dann vielleicht das hinhaut. Oh, ach, eine da schon wieder. Danke. Also er ist wirklich nett. Aber das bringt mir gar nichts, weil ich habe Schattenschaden. Bei Schattenschaden. Schleim. Okay, dann starten wir mal. Er stellt sich jetzt nämlich auch drauf und dann geht's eigentlich los. Ja, ja. Jetzt bin ich mal nicht allein. Hey, yo, hey, yo. Was ein Wunder. Ich bin mal nicht allein. Ich bin mal nicht allein. Der Herrscher der Glibber. Ich verschleibe dich bis zum Tode. Okay. Ich habe alles dabei. Mehr der Farbe auch. Muss ich warten. War so nervig, ich kann mich erinnern. So. Jeder geht jetzt irgendwo hin und tötet quasi so den Schleim. Weil dann bin ich jetzt wie gesagt nicht allein, das ist schon ein bisschen besser. Weil dann kriegt der da auch mal was, dann muss ich das nicht allein machen. Ja, was? Und man sieht, dass er an High ist, weil ich meine, schaut euch den Damage an und das Equipment, das sagt ja wohl alles. Das Cash brauche ich natürlich, ist ja selbstverständlich.
Schubum, schubum, schubum. Bam, bam. Darkshade, das will ich nicht. Ich brauch gelbe. Gelbe, die gelbe. Wir müssen jetzt den Schalter finden. Das, da ist er. Ja, die. Drauf da. Jawohl, ja. Drauf da, drauf da, drauf da, drauf da, drauf da. Drauf die, die drauf da. Was willst du? Ha, komm her! Kaboom! Boom. So, weiter geht's, weiter geht's. Ich hab schon hier so einen dicken Crystal am Arsch, ey. Aber ist leider der falsche. Boah, kacke. Ich häng fest! Oh mein Gott! Au, 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 au! Okay, bäh, bäh, bäh. Oh Gott, der macht ja alles allein. Gebt euch den Damage, was der macht. Junge, Junge. Übertreib mal nicht hier. So was, aber ich mache auch Damage. So ist es nicht, ne? Den brauchen wir. Ich nehme ihn mal. Ich übernehme das, weil er hat mehr Damage. Man geht natürlich dann vom schwächsten Glied aus, weil es ist besser, dass der schwächste Glied wenigstens dann den nimmt und trägt, weil er ist ja der Stärkere von uns beiden. Okay, jetzt müssen wir andere Schalter finden. Dann ist er hier. Jawohl. Oh mein Gott! Er drescht einfach mal eiskalt drauf los, kommt gerade her und dann bat, bat, weggebasht, Alter. Der macht Damage, ey. Das ist ja mal Hammer. Okay, wir warten wieder. Schabu. Wir müssen leider warten, ich muss nämlich dahinter kommen. Aber erst wenn wir das aktiviert haben, geht's los. That's right. Und er hat wie gesagt darauf gewartet, dass ich aufmache und das ist halt Teamplay, wisst ihr? Ihr wisst es ja, ich stehe auf Teamplay. Ich bin kein Einzelgänger. Oha, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ist ja mal eine Mega-Party oder was? Geht mal gar nicht. Shabam, shabam, shabam. Shababs, 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 shabam. Gleich mal drauf hier ein bisschen Giftschaden machen, wäre mal ganz nett. Und wir klatschen mit dem Gun drauf. Komm schon. Und tot ist er. Finito. Gabatschko. Weg mit dir. Ach ja, und es ist so, jeder, der ein Crystal aufgenommen hat zu einem, kriegt dementsprechend dieselbe Menge. Also jeder kriegt dasselbe. Also es ist scheißegal, welcher welchen nimmt. Auch wenn ich jetzt einen großen habe und er einen kleinen, wir bekommen trotzdem was. Beide. Den großen und den kleinen. Ist also ziemlich egal. Es ist einfach voll geil gemacht, weil es ist einfach Teamplay. Und ich bin schon wieder am Sterben, ey. Das ist unglaublich. Aber ich habe zum Glück noch ein Heal-Ding. Boah, Cash und Ende. Wir nehmen das Ding. Laufen mal slalommäßig hier vorbei. Jawohl, perfekt. Und nochmal Büchsen. Ein Gifttrank, den kann er nehmen. Weil ich ja kann nicht mehr. Komm schon, tu es. Jawohl. Boah, was war das? Achso, ich glaube, es war sein Pet. Okay, die Pets haben anscheinend noch ein paar mehr Fähigkeiten, ein bisschen stärkere sogar. Ich muss also definitiv mal das Pet wieder füttern. Damit ich auch mal neue Fähigkeiten erhalte. So. Aua, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Und den habe ich gefällt, den Pet-Shot, aber das ist nicht so schlimm. Weil ich habe ja selber Schusskraft wie die Sau hier. Lucky, lucky, baby. Was willst du, Schmetterling? Kriegst aus dem Maul. Zwar nicht von mir, aber Hauptsache ich habe auch was gemacht. Ist ja nicht so, dass ich nichts tue. Nein! Ah, oh, scheiße, der war hart. Dante Scheiße. Ich kriege echt Schaden ab. Ich muss aufpassen. Shabam, shabam, shabam. Jawoll, ja, dann war's. Schon sind wir wieder fertig. Ich nehme noch mal eine Heal-Kapsel.
So, alles eingesammelt. Mal gucken. Ja, wir haben alles. Gut, weiter geht's. Perfekt, da kann ich jetzt einfach durchschießen, weil diese Wellenexplosionen machen die einfach kaputt. Ach, da ist ja noch einer, dann nehme ich den, weil ich habe dann wieder drei. Und weiter geht's. Also er ist echt gut, er ist echt nett. Aha. Null gegen ihn sagen. Ich finde ihn echt super. Schon ein klasse Kerl. So. Wo kommen wir nun hin? Bin gespannt. Bam, bam, hier auf die Fresse. Okay, wir müssen also darum. Dann mache ich jetzt so. Ich mache jetzt Fernkampfschaden, weil er ist eher so der Nahkampfschadenmacher. Man merkt schon. Bleibe ich im Fernkampf, überlasse ihn den Nahkampf mal. Aber ich will auch mal so Drachenflügel haben und so geiles Equipment. Mal schauen, ob ich das auch zusammenkriege. Mal schauen. Ich hoffe einfach mal, ich muss nicht Geld ausgeben für das Spiel. Weil hätte ich eigentlich keine Lust drauf, muss ich ehrlich sagen. Aber. Okay, wir bashen wieder Nahkampf, weil wir kritten da einfach und das macht schon Damage, du. So, das war's. Ich nehme das Ding wieder, er geht voraus. Na, er ist der mehr Damage-Hitter als ich, man merkt es einfach, er hat einfach die OP-eren Sachen. So, ich nehme mir nochmal die Heilungsdinger. So, perfekt. Nichts verschwenden. Und der nächste Raum. Sobald wir die Mitte aufschlagen, geht's los. Okay, jetzt geht's los. Wir haben jetzt vier Türen aufgemacht. Wir müssen jetzt in jede Tür Monster besiegen und einen Key mitnehmen. Ups, daneben. Bam, 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 bam. Weg mit dir. Da ist der Schalter. Er hat ihn schon gefunden. Aber hier ist noch einer. Der ist dann da, oder? Wo ist er denn? Na nö. Irgendwas fehlt hier noch. Na nö. Achso, es geht hier unten rum. Ah, okay, okay. Entschuldigung. Mein Fail. Mein Fail. Ich bin einfach total blind, Mann. Rico darf auch mal blind sein. Ja, okay, okay. Boom. Okay, hier müssen wir Schalter aktivieren. Dann können wir jetzt wieder weiter. Hier sind wieder Schleimis. Die verdresche ich gleich mal. Der ist down. Und der ist auch down. So, mach Boom. Hier ist bestimmt der Schalter. Jawoll. Gut geraten. Und hier ist der Schlüssel. Der Key, den wir brauchen. So, down. So, ich nehme den Key. Er sucht dabei den Schalter. Okay, wir haben's. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Wir müssen nämlich jetzt den Key da oben reinlegen. Und dann müssen wir in den nächsten Raum. Ein Raum ist ein Cash-Raum. Also gesagt, wir kriegen da hinten Cash. Also es lohnt sich, alle vier zu holen. Weil danach ist es einfach nur Geldverschwendung, weil ich meine, es lohnt sich nicht, wenn man die nicht jetzt mitnimmt, die Cash da vorne. Die muss, sollte man mitnehmen. Bringt's einfach auch. So. Für ihn ist es natürlich jetzt nicht sehr lohnenswert, weil er ist ja schon OP, man merkt's. So, der ist kaputt gleich. Ich nehme den großen mal auseinander, er nimmt, übernimmt diesen komischen Spuckeini und da kommt er zu ihm hin. Ich pushe ihn mal eiskalt zu ihm, eiskalt mal hinter pushen, auch mal nett. Das ist die Play und er ist verflucht. Oh my goodness. Bam, bam, bam und weg.
wir machen das auf Pro-Style. Aua, so war das jetzt nicht gemeint, dass ihr mich dann einfach verprügeln dürft und so. Ich meine, ja, wir können alle Freunde sein. Wisst ihr? Ich meine, Freunde. Lasst uns doch alle Freunde sein. Tralalalalala. Ich übernehme jetzt mal die Fernkämpfer, dann übernimmt er die restlichen Schleibis. Und den Dicken nehme ich natürlich auch noch auseinander hier. Das ist ja kein Problem für den Rico. Schwarz und down. Weg mit dir. Was willst du denn eigentlich? Hm? So, ich sammle jetzt mein Zeug ein, weil ich brauche das für Waffen und allen drum und dran. Er braucht es natürlich nicht, weil er hat wahrscheinlich alles, was man sich vorstellen kann. So, er hat diesmal den Key. Ich gehe schon mal weiter. Was ist das? Ah, das ist der Raum. Jetzt müssen wir immer erst die richtige Seite finden, also quasi da durchgehen. Ich warte jetzt mal, er ist vorgegangen, weil sonst verliere ich nur umsonst Leben. Der macht dann hier auf und wenn er aufmacht, kann ich hier gleich angreifen. Seht ihr? Das meine ich. So, und jetzt gibt's hier Shadow Damage. Verfickten Schleim. Okay, ich habe ziemlich kassiert, aber das ist nicht so tragisch. Ich habe ja genug Heal-Dinger. Nutzen wir doch mal eins. Ich will die Wärme natürlich auch für mein Pad und alles. Ist ja wichtig. Aua, scheiße. Lauf, Kumpel, lauf. So, ich gehe schon mal da unten rein. Er gibt dabei den Key einlegen. Oh je, yes! Yellow Big Crystal! Yes! Fuckers! So, hier müssen wir jetzt immer das angreifen, was auf ist. Zuerst die Monster, danach öffnet sich was für uns. Dann müssen wir nämlich die Schalter aktivieren nach und nach. Seht es gleich. Da, da ist jetzt das Tor aufgegangen. Können wir jetzt hier den wegschlagen. Und da rein. Und jetzt müssen wir den nächsten suchen. Der ist da hinten aufgegangen. Jawohl, nice Teamplay. Ich mach auf, er macht Ulti. Da oben. Mit meinem Big Crystal geht das schon. Ja, yeah, aufs Maul. Aber ich mache auch nicht schlecht Damage. Oder ist nicht, oder Leute? Sagt mal ehrlich. Ich mache doch auch gut Damage. Und die Musik ist irgendwie doch noch ein bisschen zu laut. Aber ich lasse sie jetzt mal. Einfach gut sein. Weil das geht ja irgendwann auf die Nerven, wenn ich da immer umstelle. So, ich gehe mal die Schlüssel holen. Wir sehen uns, tschüss! Lol, er hat die Schlüssel liegen lassen. Idiot. Dann nehme ich ihn halt. Idiot. Chakawam. Boah, Cash wie Sau. Und jetzt kommt dann der Boss. Jetzt kommt er dann. Ah, jetzt kommt noch ein Monsterkampf. Jo, jetzt kommt der Monsterkampf noch. Und nach dem Monsterkampf kommt der Boss dann. Das ist die nächste Ebene dann. Die Boss-Ebene. Oh ja. Naja, ich mach schon mehr Damage, als wenn ich jetzt irgendwie verkacke. Ich habe ein HP, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich kümmere mich mal um die Dicken. Fusionsschleime! Fusion! Gibst du hier aufs Maul? Ich. Da. Kannst du haben. Hier. Chabams. Weg mit dir. Und ich nutze mal wieder hier. Zwei Stück reichen erstmal. Den Fusionsschleim lassen wir fusionieren. Ich glaube, er will das auch so. Und die Musik ist so laut. Ich muss die mal leiser drehen. Sie ist zwar auch geil gerade, aber ein bisschen laut. Sie dröhnt bei mir auf den Ohren. Jetzt komm, mach Fusion. Ja, toll, jetzt hat ihn gekillt.
Klappen alle auf. Hier, jetzt kommt der Mega Ball. Pass auf. Wams. Der war voll mega, habt ihr gemerkt? Habt ihr gemerkt? Oh, der Mega. So. Wieder alles einsammeln. Wenn wir jetzt keinen Boss bauen, dann sind wir echt nicht schlau. Wir sollten jetzt schon den Boss zusammenbauen. Da ist er. Das ist der Boss. Aua. Das ist der Fusions-Big-Boss. Und die Musik ist wirklich zu laut. Ich mache sie gleich mal ein bisschen leiser. Ich weiß nicht, wieso die immer so laut wird. Aber ich hatte es eigentlich eingestellt, dass es perfekt ist. Ich werde mal gleich nach diesem Kampf, nach diesem epischen Fight, die Musik ein bisschen leiser. Haha, er ist verreckt. Haha. Er ist verreckt, Loser. Loser. Okay, jetzt kommt dann der Boss, jetzt mach ich mal hier nochmal. Ich lasse das jetzt so.